Hallo und herzlich willkommen beim RMB Video Podcast. Wann waren Sie das letzte Mal in einem Secondhand-Shop? Sie wären überrascht, was es bei Carla alles zu entdecken gibt. Sehr geehrter Herr Direktor Dr. Glatz-Schmalecker, wer ist Carla? Carla steht für Caritasladen. Der Auftrag der Caritas ist es, Menschen zu helfen, in Würde zu leben, wo es aufgrund von Not schwierig ist, Würde zu leben. Und das setzen wir hier im Laden einerseits dadurch um, dass wir Menschen helfen, die günstige Kleidungsstücke einzukaufen, günstige Möbel einzukaufen, günstige Utensilien für den Alltag auch zu erstehen hier. Menschen in Not können das bei uns gratis bekommen in Form von Gutscheinen über die Sozialberatung der Caritas. Also sie können hier wirklich gratis einkaufen, müssen aber nicht irgendwas nehmen, sondern können aussuchen im Laden. Spenden, kaufen, helfen ist die Philosophie von Carla. Also die Dinge, die hier zu verkaufen sind, sind gespendet. Das sind gut erhaltene Textilien, Möbel und andere Gegenstände, wo wir sehr froh sind, wenn sie bei uns auch abgegeben werden. Diese Dinge helfen im Laden. Einerseits Menschen in Not, die sie gratis über Gutscheine erstehen können. Und andererseits helfen wir auch Menschen, die eine Zeit der Langzeitarbeitslosigkeit hinter sich haben, durch sehr viele Angebote zur Qualifizierung, damit sie wieder in den ersten Arbeitsmarkt unterkommen. Herr Ingenieur Goldnagel, der eigentliche Zweck von Carla ist somit nicht der Handel mit Waren aller Art. Es geht vielmehr darum, Menschen würdevoll aus einer Notsituation herauszuhelfen. In Zusammenarbeit mit dem Arbeitsmarktservice Burgenland betreibt hier der Projektträger Caritas ein gemeinnütziges Beschäftigungsprojekt, wo eben langzeitbeschäftigungslose Frauen und Männer die Chance bekommen auf den Wiedereinstieg. Es ist in Würde, hier eine Arbeit anzunehmen, um eben die eigenen Qualifikationen sich zu verbessern bzw. für den ersten Arbeitsmarkt fit zu werden. Bei wie vielen langzeitarbeitslosen Personen ist Ihnen in diesen Jahren die Wiedereingliederung in den Arbeitsprozess gelungen? In den letzten 10 Jahren konnten über 100 Personen bei uns hier eine Beschäftigung annehmen und der größte Teil dieser Personen konnte wieder am ersten Arbeitsmarkt Fuß fassen. Carla ist ein sehr umfassendes humanitäres Konzept, das zu einem Teil natürlich von Spenden abhängig ist. Gibt es darüber hinaus auch weitere Förderungen, durch die Sie Unterstützung finden? In Zusammenarbeit mit dem Arbeitsmarktservice bekommen wir Fördermittel für diese arbeitsmarktpolitische Maßnahme und diese Fördermittel werden vom Europäischen Sozialfonds kofinanziert. Wie helfen Ihnen diese Förderungen im Detail dabei, Ihre Ziele in die Tat umzusetzen? Diese Fördermittel bei der Finanzierung von den Personalkosten helfen uns dahingehend, dass wir eben Menschen, die bei uns hier beschäftigt sind, eben in den Grundqualifikationen Weiterbildung bzw. Fachschulungen anbieten. Die Caritas ist ein Seismograph für soziale Probleme. Bemerken Sie einen Wandel in der Nachfrage? Speziell im vergangenen halben Jahr des Jahres 2008 bzw. auch im heurigen Jahr, in den ersten Monaten, merken wir verstärkt den Zulauf von Kunden, die bei uns hier einkaufen, insbesondere eine größere Steigerung in dem Bereich Kunden mit Einkaufsgutscheinen, die bei uns kostenlos einkaufen können. Wenn auch Sie dieses gemeinnützige Beschäftigungsprojekt Carla unterstützen möchten, können Sie auf 2 Arten helfen. Schauen Sie bei Ihrem nächsten Einkauf einfach bei Carla vorbei. Wenn Sie gut erhaltene Möbelstücke, Kleidungsstücke oder andere Gegenstände spenden möchten, steht Ihnen das Team von Carla gerne zur Verfügung. Weitere Informationen erhalten Sie auch im Internet unter www.caritas-burgenland.at. Diesen und alle weiteren Videopodcasts von RMB finden Sie wie gewohnt unter www.rmb.at. Ich sage danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal.